Mal gucken. So, ich muss ihn irgendwie runterbekommen. Zu dumm, dass diese Winkel da nicht frei beweglich sind. Die drehen sich zwar mit, aber nur solange sie nicht blockiert werden. Ach egal, das wird schon. Schon wieder ein Minispiel. Ausgangsposition. Okay, jetzt kommt er da runter. Jetzt nochmal runtergehen. Passiert das? Blockiert. Scheiße. Ist nicht gut. Okay, gut, dass ich da mich nicht dran gehängt habe. Ja, das Rufus sich da nicht dran gehängt hat. Nee. Gut, das geht nicht. Also hier mal runter. Dann hier, dann dort. Ich glaube, das kriegen wir hin. Auch lass mal kurz. Und hier. Verdammt. Okay, jetzt ist das so. Und wenn wir jetzt so machen, ist das hier frei, oder? Dann können wir doch hier. Den anderen Rufus durch leiten. Ist ja gut, das war nicht schwer. Irgendwas falsches mischen. Du jämmerlicher Depp, kannst du eigentlich gar nichts richtig machen? Es hat doch funktioniert. Ich hab's doch richtig gemacht. Auf einen Hieb. Du bist ja schon fast wie Cletus. Ich bin Cletus. Tja, Überraschung. Jeder Mensch mit dem Schulabschluss einer Amöbe abwärts hätte das natürlich sofort gemerkt. Aber nicht du. Du Dementer. Selten dämlicher. Ach, das lohnt sich nicht. Auch wenn die Zeit mit dir deine einzige Heimsuchung war. Ich habe die Aufstiegscodes. Und nun kann ich statt Argus das Hochboot betreten. Au revoir. Okay. Boah, was hat der für eine fiese Charakter. Wenn ich nachgeguckt habe, was das heißt, gibt es richtig Ärger. Oh, oh. Verdammte Scheiße. Tja. Aber bei aller Schadenfreude. Ich denke, wir sollten hier lieber schleunigst verschwinden, Janosch. Mit der Organone. Janosch? Ja. Janosch und Kurs sind verschwunden. Ohne Rufus mal wieder. Oh. So, so. Rebellenbefall in der Organon-Hauptverwaltung. Kann mir das irgendwer erklären? Das habe ich erwartet. Vor der Zelle antreten, sofort! Oh, Schreck. Was nun? Da kommt der Rufus raus. Oh, Schreck. Durch den Kriechgang. Fünf Rebellen. Was? Und dieser Cletus. Wer übernimmt für diese ungeheuerliche Fehlleistung die Verantwortung? Appenbott? Ich, Herr Amtmann? Aber ich war doch die ganze Zeit bei Ihnen und habe Ihnen beim Einrücken auf das Hochboot geholfen. Widersprechen Sie mir etwa? Dafür werden Sie jetzt zum Kistenschleppen abkommandiert. Weggetreten. Aber... Weggetreten, sage ich. Ja, Herr Amtmann. So, noch jemand? Na los, nun ziert euch doch nicht so. Wer trägt die Verantwortung? Ja. Was machen wir nun? Irgendeiner brummt hier schief mit. Wollen wir uns stellen nein, oder nein, was? Nein. Dann sehen die mich doch. Wie wär's denn damit? Hallöchen. Ich übernehme die Verantwortung, Herr Amtmann. Ich sollte unbedingt auch zum Kistenschleppen geschickt werden. Na sowas. Ein Organon mit Courage. Von dem könnt ihr euch alle meine Scheibe abschneiden. Na los, Soldat, treten Sie vor.
Und zur Belohnung singen wir jetzt für unseren tapferen, vorbildlichen Kameraden die Organon-Hymne, oh, bevor die ihn das dann feierlich vom Turm werfen. Aua. Ich muss gerade den Kopf aufsetzen. Ah, scheiße. Aufhören. Willst du da umziehen oder was? Wir sind noch nicht fertig. Dann sehen wir mich doch. Sorry, ich war's. Ah, oh, Ruhe. Endlich Ruhe. Hier, da. So sind wir hier wieder zurück. Oh Mann. Hier gibt es hier noch was zu erledigen. Spinnstür. Kauberdodo Papas schnell zu. Oh Mann. Ich habe eine Aufnahmepause, sowas von nötig. Jetzt, wo wir die Sache da oben erstmal fortgeführt haben. Ja, puh. Oh, ein Kuhfuß. Den nehmen wir doch erstmal an uns. Kann ich das Brecheisen haben? Na klar. Ich meine, ja klar, Kumpel. Nimm ruhig. Wozu brauchtest du das überhaupt? Als Schuhlöffel. Verstehe. Gut, vielleicht kann... Ja, der Rufus kann jetzt sowieso nichts mit anfangen. Vielleicht kann der Rufus damit was anfangen. Aber was? In dem... Mit solchen Typen kann man nicht verhandeln. Die kennen nur eine einzige Sprache. Irisch. Ein Irisch-Wörterbuch haben wir jetzt gerade nicht dabei. Okay. Na los, ihr kennt das Spiel. Kusch! Hey, ihr Zwerge! Hey! Anmarsch! Und jetzt schön brav stillhalten, ist das klar? Was genau passiert hier? Vor? Stillhalten gilt auch für die Futterluke. Ui, Rufus. Und jetzt, wer war das Brecheisen haben oder was? Können wir jetzt hier rüber oder was? Okay, jetzt haben wir eine Kiste. Nach Größe und Gewicht zu urteilen, befindet sich in dieser Kiste... Das ging natürlich ohne Brecheisen nicht. ...kleinere Kiste oder ganz was... Hatten wir schon, aber jetzt kommen wir durch die Kiste. Bananen. Naja, hätte schlimmer kommen können. Wenn ich die Quantentheorie richtig verstanden habe, bestand eine 50%ige Chance, dass ich eine tote Katze finde. Bananen. Gut, jetzt haben wir eine Banane. Vielleicht.
können wir jetzt. Das war mindestens eine 10.0. Banane fürs Äffchen. Na, will das Äffchen eine Banane? Nennst du mich etwa einen Affen? Ich hätte schon gern eine Banane. Kommt nicht in Frage. Schlimm genug, dass ich den Affen spielen muss. Da muss ich mich nicht auch noch beleidigen lassen. Aber du bist nun mal der bessere Affe. Was willst du damit sagen? Ist doch egal jetzt. Ich habe Hunger. Und so wie du dich anstellst, bekommen wir nie die 5 Slotty. Ich nehme die Banane. Ach, du triffst jetzt die Entscheidungen, oder was? Oh, Entschuldigung. Ich und mein Affe nehmen gerne die Banane. Du wagst es? Hey! Komm alles zurück, klar. Du Affe! Mist! Wir haben die Kurbel. Können wir die Kurbel ausleihen? Nimm ruhig. Ich brauche erst einen neuen Partner, bevor ich wieder leiern kann. Und diesmal bin ich garantiert nicht das Äffchen. Aber denk dran, ich brauche die Kurbel zurück. Na sicher doch. Ja klar. Und wozu braucht man nochmal die Kurbel? Vielleicht für ihn hier. Ich glaube, er brauchte eine Kurbel. Na los, ihr kennt das Spiel. Husch. Okay, nee. Ich glaube, er brauchte die Kurbel. Für ihn war das. Ich habe einen Plan. Ich werde euch einen Gratis-Aufstieg an die malerische Oberfläche von Porta Fisco spendieren. Du, Rufus, das ist wirklich nicht nötig. Ich sagte doch, wir sind hier sehr glücklich. Ach, ich weiß nicht, Goon. Wenn er doch einen Plan hat, auf mich macht er den Eindruck, als wäre er tatsächlich dazu imstande. Ach, Jun, du hast ja keine Ahnung, wozu er alles imstande ist. Okay, die braucht er nicht. Da brauchen wir jetzt irgendwo für. Da kann eine Kurbel vielleicht rein. So ist kein Rankommen. Wäre eine Idee, jeder Wagenheber. Das ist ein Slot. Ich glaube, dafür braucht man den. Auch in diesem Jahr geht der Preis für das dämlichste Inventarrätsel an die Kurbel. Applaus, Applaus. Jo, und jetzt kommen wir mal. Mes amigos, möge dieser Wagenheber euren Wagen in ein besseres Leben heben. Heben. Rufus. Oha. Menschenfreund, Rückenpatient. Okay, die sind jetzt nach oben. Können wir mal. Wir müssen da mal nachgucken gehen. Wir müssen gerade mal schnell nachgucken gehen. Oh. Hallöchen. Ihr seid ja jetzt an der Oberfläche. Können wir mal mit ihm. Mit ihm reden. Goon, alter Haudegen. Was machst du denn hier? Hey, Rufus, ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Kein Grund, diesen sarkastischen Ton anzuschlagen. Ich weiß, ich hab dir übel mitgespielt. Aber ich habe mich gebessert. Ach, das weiß ich doch. Ich wollte es ja zuerst nicht glauben. Aber dann hast du uns dieses tolle Stadtgrundstück organisiert. Hab ich das? Sehr seltsam. Ja. Ach ja, die guten alten Kinder Zeiten, ne? Aber Rufus, darüber haben wir doch schon gesprochen. Wirklich? Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Oh, kann nicht so interessant gewesen sein. Wie ist es dir ergangen? Aber Rufus, darüber haben wir doch schon gesprochen. Wirklich? Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Oh, kann nicht so interessant gewesen sein. Okay. Ihr beide seid so richtig zusammen? Aber Rufus, darüber haben wir doch schon gesprochen. Wirklich? Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Oh, kann nicht so interessant gewesen sein. Na dann. Warum kommt ihr nicht raus in die Sonne? Verlockend ist es ja schon. Aber Goon, deine Grasallergie. Herrje, dann steht ihr halt mal einen Augenblick. Es ist ohnehin nicht gut, wenn man in einer Beziehung zu sehr aufeinander hockt.
sagte der Mann, dessen Freundin ständig an irgendwelchen bizarren Bewusstseinsunpässlichkeiten leidet. Hoho, Bewusstseinsunpässlichkeiten. Das muss ich mir merken. Wo ist sie überhaupt? Okay, anderes Thema. Wir sehen uns. Ja, bis dann. Ciao, Rufus. Können wir noch irgendwie was hier kombinieren? Abdruck. Ich hab hier was für euch. Ach, Rufus. Das können wir unmöglich annehmen. Du hast schon mehr als genug für uns getan. Und eine Sitzgelegenheit wolltest du uns auch noch besorgen. Weißt du noch? Die habe ich ja zufällig mit dabei. Ich habe hier einen Liegestuhl. Das hätte ich gleich ausprobiert. Das können wir unmöglich annehmen. Natürlich könnt ihr. Aber der war doch bestimmt teuer. Ihr könnt ja später was dazugeben, wenn ihr wieder flüssig seid. Wer braucht schon Geld, wenn er anderen eine Freude machen kann? Wow, Rufus, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wie wär's mit Danke? Ach ja, danke, Rufus. Und verlass dich drauf, du bekommst dein Geld. Keine Eile. Okay, und nun? Es legt er sich hin. Oder versucht es zumindest. Geht es voran? Nicht wirklich. Ich wünschte, man hier muss ich auch Nippel durch die Lasche. Ich wünschte, es gäbe eine Bedienungsanleitung. Tja, man kann nicht alles haben. Ja. Was findet June nur an diesem Blindfisch? Ich weiß auch nicht. Ist er nicht süß? Wer jetzt so? Ach, Gun! Ja, und wie? Nein, das meintest du ernst, ne? Eine klasse Frau. Nicht halb so klasse wie Goal natürlich. Aber immer noch 10 Klassen besser als das, was ich Gun zugetraut hätte. Ach, ich freue mich so für ihn. Ja, okay, Geht es voran? Tja, man kann nicht. Hier kommen wir wohl erstmal nicht so voran. Same Brust, Baby Boso. Ach, Rufus, das ist doch nun wirklich nicht mehr nötig. Du hast schon mehr als genug für uns getan. Ich wollte ja auch nur mal kurz ausprobieren. Jedenfalls kannst du doch jetzt die Kurbel zurückhaben. Sag mal! Wie oft willst du eigentlich noch kurbeln? Ich weiß nicht. Gibt's da ein Limit? Ja, und das ist aufgebraucht. Ach komm schon, noch eine Runde. Na gut, ein einziges Mal darfst du noch kurbeln. Aber dann will ich meine Kurbel zurück. Verstanden? Ja. Was? Wie? Warte mal, was mache ich denn da? Aber was ist mit, June, traurige June, Aber was ist oben passiert? Er hat's geschafft. Trauriger Gun. Was ist los? Oh, June ist fort. Ach, Frauen. Dabei fällt mir ein, du schuldest mir noch Geld für die Liege. Das tut mir leid, Rufus. Ich bin komplett pleite. Ich habe nichts mehr. Gar nichts. Dann heul nicht rum und such dir eine bezahlte Beschäftigung. Aber jetzt aber wirklich nur echt mal. Ich habe nichts mehr. Dann heul nicht rum, aber jetzt aber... Vielleicht... Hallo. Hallo. Hast du inzwischen eine männliche Aushilfe gefunden? Ja, aber ich habe ihn schon aufgegessen. Das ist ein Witz, oder? Wenn man... Das hatten wir schon. Für mich erstmal... Gute Wahl. Davon gibt... Tja, die Kurbel. Hey, ich habe... Nein! Da reden wir mal mit June, würde ich sagen, oder? Das ist hier ganz traurig. Na los, ihr kennt das Spiel. Husch! Alles klar bei dir? Nichts ist klar. Es war alles so perfekt. June und ich hatten ein kleines Grundstück mitten in der Stadt. Und dann wurden wir voneinander getrennt. Ja, okay. Diese Stadt ist eben ein Dschungel. Da kommt so mancher unter die Räder. Ach du Schande. Jetzt ist sie hier wieder.
Tja. Die können wir jetzt auch nicht reden. Brauchst du eine Antenne? Irgendwie bezweifle ich, dass sie das aufmuntern wird. Gut. Hinab. Kurbeln davon nicht nochmal. Hey, ich hab gesagt, genug gekurbelt. Aber nein. Hey, was soll denn das? Lass meinen Filz in Ruhe. Ich dachte, du willst nicht mehr das Äffchen spielen. Das will ich auch nicht. Das heißt aber nicht, dass du einfach all meine Sachen klauen kannst. Wer sagt denn was von klauen? Ich wollte dir nur helfen, einen neuen Partner zu finden. Dann bring mir erst einmal die Kurbel zurück. Woher brauche ich eh keinen neuen Partner? Die ist doch hier direkt... Will die doch nehmen, aber es... Hey, ich habe... Wie soll ich denn dann die Kurbel zurückbringen? Natürlich. Was auch sonst. Ein Kurbelauswurfknopf. Natürlich. Hier hast du deine Kurbel. Na, endlich! Steck sie bitte einfach wieder an die Orgel, okay? Bingo Bongo. Mach ich doch glatt. Macht Rufus von selbst glatt. So, und jetzt der Pils. Hey! Was willst du jetzt? Das käme ich nicht im Traum drauf. Dann lass meinen Filz in Ruhe. Es sei denn natürlich, du kennst... Mal gucken. Ich würde die... Vielleicht fällt mir doch... Zeig ihnen, er ist das einzig... Mist, jetzt hab ich... Ja, okay, ich war ein bisschen voreilig. Ja, na toll. Jetzt habe ich die Gesprächsoption übersprungen. Ich dachte, das wäre dasselbe. Na los, ihr kennt das Spiel. So, ich glaube jetzt vielleicht... Nur mal so eine Idee... Danke, Rufus. Aber ich will nur zurück zu meinem Gun. Ja, aber wenn du einen Job hättest, könntest du dem Leierkastenäffchen die Kurbel abkaufen. Meinst du? Dieser schmierige Typ hat schon öfter versucht, sich an mich ranzumachen. Was müsste ich denn tun? Ach, nur ein bisschen Support für seinen Show-Act. Kaum der Rede wert. Das klingt nicht so übel. Sehr gut. Alles Weitere kannst du ja mit ihm aushandeln. Ich trommel derweil schon mal das zahlende Publikum zusammen. Ach du Schreck. Das zahlende Publikum. Da ist mir eine Person hier sofort eingefallen. Aber wie? Hallo nochmal, ungnädige Frau. Ah, da ist ja der junge Vater wieder. Aber was sollen wir denn jetzt fürs wie? Es gibt ein neues Äffchen beim Leierkastenmann. Ah, okay. Ein neues Äffchen, sagst du? Ui, das muss ich mir unbedingt ansehen. Hoffentlich ist es auch schön erniedrigend. Dann wäre mir das sogar die 5 Slotti wert. Na, sehr toll. Du Slotti, ich komme. Ach du Schreck. Tanz, mein Äffchen, tanz! Ui, Spucke, das hat mir gar nicht gefallen. Das arme Mädchen. Die 5 Slotti gebe ich nur, weil sie mir leid tut. Aha. Ui, 5 Slotti. Hörst du? Das Publikum ist unzufrieden. Beim nächsten Mal schaust du gefälligst ein bisschen freundlicher. Beim nächsten Mal? Aber wir haben eine Abmachung. Ist ein guter Freund. Sobald du die 5 Slotti verdient hast, bekomme ich die Kurbel. Korrekt, aber diese 5 Slotti hier gehören mir nicht. Ich muss damit erst meine Auslagen begleichen. Auslagen? Aber, Rufus, du musst mir helfen. Der blöde Affe will mir die Kurbel nicht geben, weil er noch irgendwelche Auslagen begleichen muss. Muss ich ja auch. Na los, sag es hier, Rufus. Naja... Rufus? Ich nehme da mal. Was tust du denn da? Wonach sieht das aus? Er nimmt sich, was ihm zusteht. Deine Provision für die erfolgreiche Jobvermittlung. Ach du Schande. Genau. Provision. Ist das etwa... Du hast mich verkauft? Was? Das kann man doch so nicht sagen. Rufus, du hast mich an einen Affen verkauft. Und dann auch noch so getan, als wolltest du mir helfen. Ich brauch doch diese Kurbel. Haben, haben, haben. Siehst du denn nicht, wie diese Gier dich zum Affen macht? Als gäbe es nichts Wichtigeres im Leben als schnöden Besitz. Du solltest mir lieber dankbar sein, dass ich dir die Augen geöffnet habe. Ich habe dir ein Auskommen und eine wichtige Lektion vermittelt. Es ist egal, was du tust, solange du deinen Zielen treu bleibst. Denn der Zweck... Heilig die Mittel, was mich streng genommen zu einem Heiligen macht. Okay.
Okay, ja, Rufus ist auf jeden Fall ein Held. Wahrer Freund. Ja, jetzt haben wir 5 Slotti. Wir sind reich. Dann können wir vielleicht... Mit solchen Typen kann man nicht verhandeln. Die kennen nur eine einzige Sprache. Irisch. Gut, der ist also nicht bestechlich. Vielleicht können wir da... Können wir vielleicht nur so eine Idee... Na los, ihr kennt das Spiel. Push. Können wir vielleicht via... Können wir wahrscheinlich nicht. Ich über den... Dann müsste jemand unten kurbeln. Tja. Dann wechseln wir erstmal hier hoch. Ja. Was können wir mit ihm jetzt machen? Tja. Hallo. Hallo. Noch mal. Hast du inzwischen eine... Aber ich habe... Okay, das... Für mich erstmal gar gute Wahl. Davon geht... Schild. Männliche Aushilfskraft gesucht. Du suchst eine Aushilfe? Du kannst also lesen. Bravo. Ich suche einen schmucken Mann, der unter mir arbeitet. Schade, dass ich zu tun habe. Ich sagte ja auch Schmuck. Eine Beleidigung. Aber wie ist denn hier mit... Dir. Sitz da nicht so faul rum. Ich habe hier eine interessante Stellenanzeige für dich. Oh, weia. Männliche Aushilfskraft gesucht als Teigtaschenverkäufer? Du rufest, ich weiß nicht. Was ist denn das? Ein schmucker Bewerber? Aber was denn? Was? Teigtaschen. Nur ein Slotti 25 das Stück. Bravo! Zugabe! Ach du Schreck. Na hallo. Teigtaschen-Goon. Hey, Goon! Teigtaschen. Nur ein Slotti 25 das Stück. Wow! Wie ich sehe, hast du dich in deinen neuen Job ja schon richtig reingearbeitet. Teigtaschen. Teigtaschen. Was ist denn mit ihm los? Er konzentriert sich. Du bist immerhin sein erster Kunde. Bist du dir sicher? Teigtaschen. Er wirkt irgendwie so somnambul. Teigtaschen. Vertrau mir. Das ist ganz normal. Der Wirt muss sich erst noch an den Symbionten gewöhnen. Der Wirt? Teigtaschenwirt. Eine ganz normale menschliche Berufsbezeichnung. Oh je. Rufus ist ein echter Freund. Ja. So ist er nun doch ein nützliches Mitglied der Gesellschaft. Wenn das kein Happy End ist. Hey, Goon! Teigtaschen, nur ein Slotti 25 das Stück. Ich finde, er macht das richtig gut. Ja, auf jeden Fall. Wie er da so zuckt. Ach du Schreck. Ja, und nun? Hier unten tanzt jetzt die tanzende June. Da oben. Und der... Take-Taschen-Goon im Take-Taschen-Stand. Tja, wir könnten uns Take-Taschen kaufen. Geistesblitz. Aber wenn wir die jetzt... Haben wir da unten keine. Okay, dann versuchen wir mal 5 Slotti. 4 Teigtaschen, bitte. 4 Teigtaschen kommen sofort. Das macht dann 5 Slotti. Beehren Sie uns jederzeit wieder. Ich glaube, da stimmt was mit deiner Aushilfe nicht. Nanu, hat er sich etwa aufgehangen? Versuch doch mal ihn aus und wieder anzuschalten.
Reset-Knopf. Drei Taschen. Nur ein Slot, die 25, das Stück. Ah, da ist er wieder. Entschuldige die kleine Panne. Kein Problem. Es ist so schwer, heute gute Mitarbeiter zu finden. Allerdings. Oh, wir haben Teigtaschen. 4XXL-Teigtaschen. Na, wundervoll. Wow, die sind ja wirklich riesig. Da würde ja locker ein ganzer Wombat reinpassen. Oh wei, ja gut, ich mache eine kleine Aufnahmepause. Das habe ich jetzt nötig. Das habe ich jetzt verdient. Bis gleich oder bis zum nächsten Mal. Glaube ich nach oben, keine Ahnung. Bis bald. Ciao.